Dietmar Beiersdorfer soll Chef der neuen HSV Fußball AG werden. Das berichtet die Bild-Zeitung. Doch die endgültige Freigabe seines aktuellen Arbeitgebers Zenit St. Petersburg lässt noch auf sich warten. Beiersdorfer und der HSV – eine stimmige Beziehung. Schon von 2002 bis 2009 leitete der 50-Jährige die Geschicke bei den Norddeutschen und führte sie 2009 ins DFB-Pokal und UEFA Cup-Halbfinale. Doch kurz danach löste man seinen Vertrag nach Meinungsverschiedenheiten mit dem damaligen Vorstandsboss Bernd Hoffmann auf. Jetzt soll er zurückkommen und den HSV nach einer Katastrophensaison wieder an die Spitze führen. Die Mitglieder haben bereits ihren Teil dazu beigetragen. 86,9% stimmten für HSV Plus und die Öffnung für Investoren. Der HSV braucht einen Neuanfang, mit Beiersdorfer als neuem Big Boss.